Ja, Patrick Franziska, Glückwunsch zum Auftaktsieg, aber auch privat. Du bist ja frisch gebackener Papa geworden. Wie liefen bei dir die letzten Tage ab und wie hast du es geschafft, trotzdem den Fokus für die Heim-EM dieses Jahr beizubehalten? Ja, also es war natürlich ein unbeschreibliches Gefühl, als unser Sohn auf die Welt gekommen ist. Hab wirklich auch nicht viel geschlafen die letzten Tage, weil es einfach ja unglaublich ist, mit dem Kleinen zu kuscheln und Zeit zu verbringen. Und ja, aber ich bin froh, dass ich so heute gestartet bin. Hab trotzdem hier mega Bock. Die Stimmung war super in der Halle. Klar hatte ich vielleicht schon mal eine bessere und härtere Vorbereitung gehabt, aber ich glaube trotzdem, dass so eine Geburt auch sehr beflügeln kann. Und es hat heute wirklich beflügelt und deshalb bin ich happy in beiden Dingen. Ja, ein souveräner Sieg hilft dir natürlich wahrscheinlich auch das Selbstbewusstsein aus den letzten Turnieren, oder? Ja, absolut. Also davor lief es ja echt ganz gut. Habe jetzt in den letzten Tagen nicht so viel trainiert, aber wenn natürlich Selbstvertrauen da ist, dann kann man das dann auch mal überspielen. Und klar, so ein Sieg heute gibt dann nochmal einen Tick mehr Selbstvertrauen. Ja, frisch gebackener Papa und die Heim-EM hier in München, besser kann es ja gar nicht sein. Und viel Glück noch weiterhin.